Die Winterpause ist Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen. Und die Bilanz des Nachwuchsleistungszentrums des 1. FC Nürnberg fällt laut Rainer Zietsch sehr positiv aus. Ja, im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden natürlich mit unseren Mannschaften. Vor allen Dingen natürlich auch mit den Leistungsmannschaften. Die U23 steht auf dem dritten Platz, hat eine sehr gute Vorrunde gespielt. U19 auch, ganz klar Tabellenführer. U17 spielt eine sehr, sehr gute Runde. Also ich denke, man kann mit allen Mannschaften sehr zufrieden sein, auch weiter nach unten. Und von daher sind wir auf dem Weg, den wir eingeschlagen haben. Und ich freue mich eigentlich jetzt schon auf die Rückrunde. Es sind einige Spieler, die in der Amateurmannschaft in der Regionalliga angefangen haben, die jetzt in der zweiten Liga spielen. Ist das auch eine Bestätigung der Arbeit, die hier geleistet wird? Klar freut uns das, wenn Spieler, die wir entweder gesichtet haben oder über Jahre in dem Jugendbereich weiterentwickelt haben, dann den Sprung schaffen. Das ist unser großes Ziel. Das ist das Ziel, warum wir uns tagtäglich versuchen zu verbessern. Und es freut einen natürlich, weil, wie gesagt, das ist dann das Ergebnis und man kann es sehen. Und von daher sind wir froh, dass sich jetzt mit Dominik Maro wieder ein Spieler geschafft hat. Aber wir wollen auch in Zukunft dafür sorgen, dass es halt jedes Jahr ein paar Spieler sind, die zur Verfügung stehen und die oben mitspielen können. Die U23 ist ja in kaltes Wasser gesprungen. Keiner wusste, was in der Regionalliga auf sie zukommt. Es klang ja gerade schon durch, dass Sie recht zufrieden sind mit dem, wie es bislang läuft. Ja, also mit dem Sportlichen auf alle Fälle. Wir haben eine junge Mannschaft. Wir haben da sicher Nachteile natürlich gegenüber den anderen etablierten Mannschaften. Aber die Jungs haben sich richtig gut geschlagen. Selbst so Extremsituationen mit den zwei verletzten Torhütern haben wir sehr gut gelöst. Und mit dem Daniel Batz als jüngerer Jahrgang A-Jugend, der hervorragende Spiele da gemacht hat. Also von daher vom Sportlichen ist es optimal, um junge Spieler weiterzuentwickeln. Natürlich ist es für uns auch nicht immer optimal, im Stadion zu spielen gegen eine zweite Mannschaft von einem anderen Verein vor 300-400 Zuschauern. Und da ist grundsätzlich für mich natürlich schon der DFB vielleicht gefordert, sich das nochmal zu überlegen, ob das, wenn sich zwei Mannschaften gegeneinander spielen müssen, ob da so ein hoher Sicherheitsstandard überhaupt notwendig ist. Die U19 hat im Sommer den Aufstieg in die Bundesliga verpasst, führt jetzt ganz klar in der eingleisigen Bayernliga an. Sieht also auch ganz gut aus, dass es heuer klappt mit dem Aufstieg. Ja, auf jeden Fall. Also da behaupte ich jetzt einfach, dass wir dieses Jahr aufsteigen, weil die Mannschaft hat 11 Punkte Vorsprung, hat ihre Aufgabe bisher sehr, sehr konzentriert erledigt, hat sehr überzeugend aufgetreten oder ist sehr, sehr überzeugend aufgetreten. Und ich bin überzeugt, dass sie diesen Weg weitergehen und dass wir in diesem Jahr dann den Aufstieg in die Junioren A-Bundesliga schaffen werden. B-Jugend spielt Bundesliga, spielt erstaunlich gut mit, ist vorne mit dabei. Nehmen wir an, da sind Sie auch sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Es erstaunt mich jetzt vielleicht nicht ganz so, weil ich weiß, dass wir eine gute Mannschaft haben. Wir haben gute neue Spieler geholt. Und wir haben einen sehr guten Trainer und es passt alles zusammen und die Jungs haben nur ein Spiel verloren. Also von daher spielen sie eine richtig gute Runde und für die Entwicklung der Spieler ist es sicher bisher ein tolles Jahr.